ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute spielen wir mal wieder Wolf Tales zusammen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, da würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los, ne? Ja, es hat sich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, richtig viel geändert seit dem letzten Video. Denn ich habe jetzt hier zum Beispiel auch einen mystischen Wolf, der schon Stufe 85 ist. Das ist krank krass, wirklich. Also ich kann das immer noch selber nicht glauben, weil es fühlt sich an wie gestern, dass wir da irgendwie so erst so Stufe 10 waren, ne? Okay, ich höre lieber auf mit der Geschichte. Und ja, wir haben hier, wie ihr sehen könnt, als Begleiter zwei mystische. Das liegt daran, weil die hier, die heute sind ja zum Beispiel jetzt ein Nashorn und ein Drache da im Angebot. Und da waren halt mal diese Tauben im Angebot. Und weil ich so viel Gems, also Mondsteine habe, habe ich die einfach rausgegeben. Und jetzt haben wir einfach schon wieder fast 1000. Und ja, einfach krank, ganz ehrlich. Was aber richtig cool ist, Leute. Ihr kennt ja die Gratis-Beschwörungen hier. Also da jetzt meine nächste ist in 18 Stunden. Ich habe bei allen Tieren, also Wolf, Fuchs, Bär und Kuga, also Wildkatze eher gesagt, habe ich einfach mystische. Ich habe bei jeder Beschwörung bis jetzt einen mystischen rausbekommen. Das ist 1% Chance. Ich finde das sowas von krass. Ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt gleich einfach eine Geistbeschwörung wieder aufmachen. Und ich habe doch vor, so im letzten Video, glaube ich, gesagt, wegen der Geistbeschwörung, als wir für den Wolf, da haben wir einen Eber rausbekommen, das Wildschwein. Und da habe ich ja gesagt, ja, die sind so teuer hier alle. Die sind wirklich hier, die Geistbeschwörung, hier kostet das schon 600 Gems. Aber irgendwie habe ich richtig Bock, einen Geister zu haben, ganz ehrlich. Ich weiß halt nicht, wieso, aber hier gibt es auch Fantasy und das ist immer so schwer zu entscheiden. Jetzt hier Fantasy-Beschwörung. Es ist einfach so, dass hier ist 60% Chance auf einen mystischen. Und wetten wir, dass ich so diejenige bin, die diesen mystischen rausbekommen wird. Wetten wir. Und darum würde ich sagen, dass wir lieber eine Geistesbeschwörung machen. Fuchs, Geistbeschwörung, verdammte 600. Aber guckt euch das mal an, wie viel Rehe, Hasen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht diesen Raben. Oder was das auch immer ist. Vielleicht ist es sogar eine Taube. Das wäre so, so krass. Wirklich, ich würde mir gerne wünschen, so ein fliegendes Tier zu bekommen. Und ich bin etwas ängstlich jetzt hier. Aber das ist kein Problem. Guck mal, wir kriegen hier schon in 2,5 Stunden wieder 60 Gems. Also diese 600 Gems, die wir jetzt ausgeben, ist, glaube ich, nichts Schlimmes, oder? Oder? Ich habe ein bisschen Schiss. Aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach, Leute. Leute, ich bin so dumm. Wir machen das jetzt, okay? 600 und... Oh, Scheibe! Ich hab's getan! 600 Gems sind weg. Oh mein Gott, warten Sie. Oh, da sind... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde das nicht vorspulen. Hilfe, ich hab Schiss. Oh mein Gott, es ist... Oh mein Gott! Es ist... Scheibe! Wir haben zwar kein fliegendes... Oh mein Gott. Ich liebe das Reh. Wir fahren uns jetzt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir sind einfach ein Reh. Wir sind einfach ein Reh, krass. Ey, das ist aber echt... Ich bin gerade nicht enttäuscht, weil ich es wunderschön finde. Ich liebe diese Farben. Oh mein Gott. Krass, welches haben wir? Wir haben das da bekommen. Das ist das Schönste von allen Rehen, finde ich. Wie viel Glück muss man haben? Oh mein Gott, das ist voll schön. Leute, ich liebe es. Ich bin so dumm, ich weiß. Aber okay. Easy, haben wir doch gerockt. So, mein Freund hier ist auch gekommen. Der ist jetzt auch im Video mit dabei für den Rest. Und zwar Anyman. Grüße gehen raus an dich. Und ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass wir hier ein Fantasy haben, glaube ich. Also, das ist auch alles mit dem Clan zurzeit irgendwie gekommen, weil hier haben wir schon den Clan Stufe 44 und hier Stufe 28. Hier seht ihr auch, hier ist ein Clan-junges Fantasy, aber der braucht halt blaue Orbs und ja, meine blauen Orbs sind so ziemlich nicht da. Ich habe 69, damit können wir nichts anfangen. Und ja, was wir noch haben, ist hier ein Fantasy, wisst ihr, den hier, Wächterwolf. Genau. Den haben wir noch und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier noch ein bisschen zusammen jagen, ne? Gehen wir mal jetzt einfach mal noch ein bisschen zusammen jagen, ein bisschen XP mal sammeln,
damit wir auch dann vielleicht mal wieder neue Fähigkeiten holen. Ich spare nämlich beim, wie kann man das nennen, dieses Gelbe da, ne? Das ist halt das oben rechts da. Da habe ich momentan, dass ich mich unsichtbar machen kann und bei Berührung von Feinden kann ich die einfrieren. Und ich spare, dass ich da so ein, da gibt es halt so wie, dass wenn der Feind dich angreift und du diese Fähigkeit wie aktiviert hast, dann bekommt er seine Attacken zurück. Das ist wirklich eine starke Fähigkeit, die hatte ich schon manchmal. Und ups. Und das ist halt wirklich eine sehr stark, muss ich sagen. Darum habe ich die halt, ja, gerne, will ich die gerne nehmen. Und jetzt habe ich ihn verloren da. Okay, er will hier Rehe jagen. Okay, dann machen wir das. Let's go. Fangen wir hier mal ein bisschen Rehe. Guck hier. So kann man. Oh, sorry. Scheibe. Entschuldigung. So, können wir mal ein bisschen jagen. Genau. Dass wir hier einfach ein bisschen XP sammeln und so. Und dann können wir mal noch gucken, was wir sonst noch alles machen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich sonst noch posten soll. Und ja, hier sammeln auch unsere Begleiter fleißig was. Da ist noch ein Reh. Dieses. Hallo, geht's noch? Das lassen wir uns nicht bieten, ne? Wir brauchen noch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen. Ja, ein bisschen. Wir haben hier schon 9 Fähigkeitspunkte. Und was ich möchte, ist das hier, genau. Das da. Oder nein? Das da? Ich glaube, das da sogar. Egal, beides gleich. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. 'Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Reinfliegen, das muss man auch mal im Spiel gemacht haben. Das muss man auch mal im Spiel gemacht haben, hier reinzufliegen. Das ist wirklich ganz, ganz cool gemacht hier. Guckt euch das mal an, wie tief das reingeht. Wollen wir einen Sturzflug machen? Ich glaube, wir machen jetzt Sturzflug, oder? Machen wir Sturzflug? Ja, machen wir Sturzflug. Er hat meine Gedanken gelesen, Leute. Meine Gedanken gelesen. Ach du Scheiße. Krass, das war echt Kroatien, krass, Mann. So, das war's auch schon mit dem Wolf-Tales-Video. Und Anyman rennt irgendwie ab. weg. Ja, krass. Und ja, danke, dass ihr zugesehen habt, Leute. Und ich hoffe, euch hat das Wolf-Tales-Video auch mal gefallen, mal wieder Wolf-Tales zu spielen. Das war auch mal wieder was, weil, ja, ich wusste halt nicht, was ich drehen soll. Und darum, er hat mich auch darum gebeten, im Video zu sein. Das hat doch alles super geklappt. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Ciao! Ella no me da problema, a mí no me da problema, ella, no, 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 ella no.